Frauen wollen besser von dir gestoßen werden, als du es bisher tust. Auch wenn du denkst, dass du bereits gut stößt, kann ich dir sagen, besser geht's immer. Besonders mit den drei Techniken aus diesem Video. Es ist die größte Beschwerde, die ich von Frauen auf Instagram zum Beispiel über Männer immer und immer wieder zu hören bekommen, ist, dass Männer die Geschwindigkeit ihres Stoßens falsch einschätzen und damit die weibliche Lust größtenteils einfach übergehen. Die weibliche Sexualität ist aber wie ein Güterzug. Die beschleunigt nur langsam und braucht ihre Zeit, um in Fahrt zu kommen. Die männliche Sexualität ist häufig wie ein Sportwagen. Die Zeit, die aber die weibliche Sexualität braucht, die gibst du ihr, indem du zunächst mit wirklich sehr, sehr langsamen und flachen Stößen anfängst. Genauso startest du in den penetrativen Sex. Wenn du das machst, dann wirst du irgendwann bemerken, dass die Reibung in der Vulva anfängt nachzulassen, weil sich die Vulva deiner Partnerin weitet und öffnet und anfängt immer feuchter und feuchter zu werden. Du spürst das in deinem Penis beim Stoßen, wenn du bewusster darauf achtest. Der Widerstand beim Stoßen wird geringer und der feste Druck auf deinen Penis beim Stoßen, der lässt nach. Wenn das der Fall ist, dann ist sie bereit dafür, tiefere Stöße von dir zu empfangen. Es kann sein, dass es aber 5 Minuten dauert oder sogar länger. Wenn du also anfängst mit tieferen Stößen, dann achte auf ihre Reaktion. Reagiert sie mit authentischer Luststeigerung? Es gibt da nämlich wirklich einen Unterschied zwischen einer authentischen Lust und einer gespielten Lust. Leider ist es für viele Frauen heute noch so, dass sie denken, dass Lust und Geilheit beim Sex von ihnen erwartet wird und deshalb spielen viele Frauen sexuelle Ekstase, weil sie Angst haben, den Partner zu enttäuschen, einfach Angst haben, dass es von ihnen erwartet wird. Es ist wichtig, dass du wirklich präsent und im Kontakt mit deiner Partnerin bist. Dann wirst du nämlich spüren, ob ihre Lust echt und authentisch ist oder ob sie eher so auf einer oberflächlichen Ebene einfach nur lauter stöhnt, weil sie das in Pornos so gesehen hat und denkt, dass es dir wahrscheinlich gefallen wird. Wenn du in genau diesem Kontakt mit deiner Partnerin bist, dann wirst du an einem gewissen Punkt beim Sex feststellen, dass du beim Stoßen genau den richtigen Punkt in ihrer Vulva erwischt. Das merkst du daran, wenn Frauen beim Sex anfangen, ja, so etwas fokussierter werden. Sie sind dann gegebenenfalls zum Beispiel weniger bei dir, sagen weniger, berühren dich weniger, sondern küssen dich vielleicht auch weniger oder werden insgesamt ein bisschen weniger aktiv, ein bisschen inaktiver, weil sie einfach innerlich in so eine Konzentration gehen und anfangen, sich auf die Stimulation in ihrer Vulva durch deinen Penis zu konzentrieren. Daran merkst du, dass du jetzt ihr eine Stimulation gibst, die für sie passt, die für sie geeignet ist, in hohe Erregungsmuster reinzukommen. Am Ende des Tages wirkt sich das natürlich bei jeder Frau anders aus, aber solange du mit deiner Partnerin wirklich im Kontakt bist, dann wirst du es wahrscheinlich auch mitbekommen. In dieser Phase jetzt also solltest du einfach nur noch gleichbleibend, monoton und vollkommen unverändert stoßen. Jede Änderung deiner Stoßtechnik oder sogar Änderung der Stellung kann sie jetzt ablenken und aus dem Rhythmus bringen und kann ihre Lust gegebenenfalls wieder weit sinken lassen. Gegebenenfalls kann es eine Frau sogar ziemlich frustrieren, wenn du das tust. Es ist ein großer Fehler, den viele Männer machen, ist die Stellung zu oft zu wechseln oder ständig mit irgendeiner neuen Technik anzufangen. Stellungswechsel und Technikwechsel sind dann okay, wenn du merkst, dass du diesen Sweet Spot noch nicht gefunden hast. Wenn du ihn jedoch gefunden hast, dann heißt es monotones, gleichbleibendes Stoßen. Dafür ist es natürlich auch wichtig, dass du dann deine Erregung gut kontrollieren kannst und deinen eigenen Orgasmus steuern kannst, um jetzt nicht zu früh zu kommen. Wenn du damit kämpfst oder wenn du mit vorzeitigem Samenerguss zu frühem Kommen zu kämpfen hast, dann schau dir bitte mein Video dazu an, wo ich erkläre, wie man länger durchhalten kann. Link packe ich dir unten in die Videobeschreibung rein. Und übrigens, wenn du mehr kleine Sex-Tipps und Tricks haben möchtest, dann folg mir auf jeden Fall auch auf Instagram. Ich mache dort in den Stories immer wieder Q&As, wo zum Beispiel auch Frauen mit ihren Meinungen und sexuellen Vorlieben zu Wort kommen. Und das ist immer super, super spannend. Kommen wir jetzt also zur dritten Art und Weise, wie du deiner Partnerin noch heute Abend beim Sex
schöneres sexuelles Erlebnis kreieren kannst und besser stoßen kannst. Du kannst dir vorstellen, dass Frauen, wenn du in sie hineinstößt, nicht nur spüren, wie sich dein Penis anfühlt, sondern auch ziemlich viel von deinem ganzen Körper mitbekommen. Für eine Frau macht es einen großen Unterschied, das höre ich von Frauen immer und immer wieder, ob ein Mann mit entspanntem Körper zustößt oder ob er im ganzen Körper ziemlich angespannt ist. Für fast alle Männer ist Letzteres meistens der Fall. Das Becken ist beim Stoßen angespannt. Fast auch immer ist der Po, die Oberschenkel und auch ganz beliebt der Bauch mit angespannt. Und glaubst du mir oder glaubst du mir nicht, viele Frauen berichten, dass es sich beim Sex viel besser anfühlt, wenn ein Mann körperlich gelockert zustößt, als Sex mit einem Mann zu haben, der beim Sex angespannt ist wie ein Brett. Wenn du gelockert zustößt, hat es außerdem Vorteile für deine sexuelle Ausdauer. Denn mehr körperliche Entspannung beim Sex sorgt für einen langsameren Erregungsanstieg in deinem Körper. Und dadurch kannst du natürlich dann im besten Fall auch länger durchhalten. Sexuelle Ausdauer bei Männern ist ein riesiges Thema. Wenn du ein Mann bist, der beim Sex oft zu früh kommt, dann bist du hier übrigens an genau der richtigen Adresse. Schau dir da, wie gesagt, unbedingt unsere Arbeit auf Instagram an und abonniere auch diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du dem Algorithmus hier auf YouTube symbolisierst, dass du mehr Inhalte von uns ausgespielt haben willst. Bis bald.